12. Spieltag, 1. der Hinrunde in der Frauenfußball-Bundesliga. Thomas Horsch mit dem SV Werder Bremen empfängt den deutschen Meister, den FC Bayern München. Das Ganze vor gut 500 Zuschauern. Und Jens Scheuer, der hat gesagt, naja, es wird ein ganz anderes Spiel wie in der Hinrunde und er sollte Recht behalten. Der FC Bayern tat sich schwer und brauchte zwar nicht lange für die erste Chance, aber das war nur, weil Bremen hinten noch unsortiert war. Linda Dallmann spritzt dazwischen, aber der Winkel ist viel zu spitz. Und es gab eine Ecke, insgesamt eine von 15 für den FC Bayern. Aber ich kann es vorwegnehmen, aus den Ecken passierte nichts. Aus dem Spiel heraus gab es dann in der 11. Minute aber den besten Angriff des Spiels über Linda Dallmann. Und in der Mitte spritzt dann Maximiliane Rall dazwischen und ist vor Schichtel am Ball, macht ihr 8. Saisontor. Und das macht sie ganz fein ins lange Eck. Keine Chance für Annike Borbe, die gute Keeperin im Tor des SV Werder Bremen. Es dauerte dann lange, bis in die 40. bis der FC Bayern aus dem Spiel heraus mal wieder auftauchte auf dem Tor, auch vor dem Tor des SV Werder Bremen. Der Schuss von Julia Quinn von der Strafraumkante und Schichtel, der Turm in der Schlacht heute beim SV Werder, lenkt den Ball über das Tor. Und es gab eben eine dieser vielen Ecken. Jens Scheuer zur Halbzeit sicherlich nicht ganz zufrieden, aber immerhin vorne 1:0. Das hieß virtuell Tabellenspitze. Und Bayern kam aus der Kabine, wollte es besser machen, aber der SV Werder stand hinten weiter gut. Nur wenn mal ein Fehler passierte, hier wie von Nina Lürsen, der Schuss von Dallmann auf die Latte. Dann kam der FC Bayern zu aussichtsreichen Möglichkeiten. Ganz so viele waren es am Ende dann nicht. Der Schuss, wie gesagt, von Dallmann auf die Latte. Und dann, ja, der Kinnhaken. Jens Scheuer kriegt eine gescheuert. Warum hast du mich nicht früher eingewechselt, sagt Assegi. Da war natürlich keine Absicht. Assegi also in der Partie. Und das machte sich gleich bezahlt, denn sie macht hier das 2:0. Nein, macht sie nicht. 66. Minute. Bremen mit Protest. Und der war zu Recht, denn Lea Schüller war da noch mit in der Verlosung. Wir sehen es gleich in der Wiederholung. Assegi dort am Ball. Da war noch alles in Ordnung. Und jetzt ist Lea Schüller mit in der Aktion und das heißt Abseitsposition korrekt entschieden und kein Tor für den FC Bayern München. Dann nochmal die eingewechselte Williamsdotter an den Außenpfosten und der FC Bayern arbeitete am 2:0, kam aber irgendwie nicht hin. Dann schon die 90. Ball kommt in die Mitte, Bremen kriegt den nicht sauber geklärt und Bayern bleibt in der Aktion. Kumagai kommt noch mal an den Ball und irgendwie macht sie dann das 2:0. Die 90. plus 1 läuft. Die Japanerin heute mit einer eher durchwachsenen Leistung. Aber der SV Werder Bremen hat es lange, lange dem FC Bayern dort schwer gemacht. Am Ende ein 2:0. Ein echter Arbeitssieg. Und wir haben nachgefragt bei Schichtel, Katharina Schichtel, die Österreicherin, wie schwer es denn war dort in der Abwehr beim SV Werder Bremen. Ja, wir haben einfach versucht, alles reinzuwerfen, alles, was wir haben, einfach ja nochmal im letzten Jahr nochmal alle unsere Kräfte zu sammeln und einfach ja versuchen, ja immer wieder sich reinzuwerfen und ja versuchen, alles zu verteidigen. Können wir genau so hinschreiben. War kein fußballerischer Leckerbissen, aber die 3 Punkte nehmen wir mit. Das ist alles, was zählt. Also die Frage nach dem Arbeitssieg ganz klar mit Ja beantwortet. Sven Scheuer springt an die Tabellenspitze. Wolfsburg kann nicht mehr aussichtsreich kontern, denn das Spiel gegen Potsdam wurde abgesagt. München siegt in Bremen mit 2:0. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.